Wenn man aber Ihre Debattenbeiträge zum Beispiel von gestern mit diesem Anspruch vergleicht zum Thema Commerzbank, haben Sie von sozialer Marktwirtschaft nun überhaupt nichts verstanden. Sie treten hier auf und sprechen von Übernahmeplänen, von dunklen Mächten, die sich der Commerzbank also irgendwie irgendwie einfangen wollen. Aber deutsche Banken wollten bei der Commerzbank offensichtlich nicht einsteigen. Und die UniCredit ist eingestiegen, hat Nägel mit Köpfen gemacht. Und das gehört zu sozialer Marktwirtschaft. Das gehört zu europäischer Kommunikation und Gemeinsamkeit. Antrag, es ist ähnlich angesprochen worden schon, Fachkräftemangel bekämpfen. Sie treiben doch die Menschen aus dem Land. Sie treiben doch die Menschen aus dem Land. Warum haben denn Unternehmen in Sachsen, Thüringen Probleme? Warum steht in der Zeitung, dass sich Ärzte weigern, nach Ostsachsen zu gehen, weil ihnen das Klima in diesem Land nicht mehr gefällt, weil sie sich nicht willkommen fühlen? Warum sagen Leute, wenn nach diesen Wahlen, warum sagen Menschen in Deutschland nach diesen Wahlen, wir verlassen entweder das Bundesland oder sogar die Bundesrepublik Deutschland, und entsprechende Institute bestätigen das doch. Das ist doch keine fixe Idee der Ampel. Lassen Sie so etwas wieder die Maske sinken. In einer verschwurbelten Formulierung sagen Sie, ja, wir wollen stabile und vielfältige Außenbeziehungen, um kostengünstige Versorgung mit Energieträgern sicherzustellen, mit allen Quellen, die zur Verfügung stehen. Was heißt das auf gut Deutsch? Sie empfehlen uns, uns wieder in die Abhängigkeit von Russland zu begeben. Und da weiß man dann ja auch, wer zumindest von den Ideen her Ihre Politik befeuert, vielleicht ja auch finanziell. Wir wollen Abhängigkeit. Und dann empfehlen Sie uns auch noch, den Kohleausstieg zurückzunehmen. Also, meine Damen und Herren, ich bin schon lange in der FDP aus Nordrhein-Westfalen, und wir haben einen langen Kampf geführt, die hochsubventionierte Steinkohlenförderung in Deutschland zu beenden, weil es einfach attraktiver war, diese Kohle weltweit einzukaufen. Und Sie empfehlen uns jetzt im Ernst, dass wir nördlich von Ibbenbüren auf 1600 Meter Tiefe Steinkohle zu fördern. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Vielen Dank.